Hallo. Hallo alle zusammen, guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz von Borussia Dortmund vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Die Partie am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr. Neben mir auf dem Podium unser Cheftrainer Lucien Favre und unser Sportdirektor Michael Zorg. Und natürlich wissen wir, dass heute auch Deadline Day ist. Deswegen die erste Frage an den Sportdirektor. Michael, gibt es etwas zu berichten? Neue Wortschöpfung, Deadline Day, kannte man bis vor 3 Jahren auch noch nicht, glaube ich. Von mir dann ein kurzes Update für Sie. Wir leihen Janis Burnić bis zum Saisonende an Dynamo Dresden aus. Wir hoffen uns dadurch, dass er auf einem guten Niveau in der zweiten Liga, in einer guten Mannschaft auch entsprechend Spielpraxis bekommt. Und das ist eine Laie ohne Option, also dann würde er ganz normal zurückkehren im Sommer. Das zu der Personale. Sie haben sicherlich beim Training auch bemerkt, dass Shinji Kagawa nicht da ist. Ihn haben wir freigestellt, heute abschließende Gespräche zu führen. Da kann ich Ihnen aber noch kein endgültiges Ergebnis sagen. Ja, das zu diesen beiden Personalien. Gut, dann würde ich vorschlagen, sprechen wir über das Spiel am Samstag. Eure Fragen bitte. Keine Fragen. Tobi Jörn für die Ruhrnachrichten. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, haben, glaube ich, die 3 Stürmer von Eintracht Frankfurt, Rebic, Allaire und Jovic, 31 von 39 Toren geschossen für Eintracht Frankfurt bisher in der Bundesliga-Saison. Bereiten Sie Ihre Defensive da besonders drauf vor, Herr Favre? Oder wie verteidigt man diese 3 Spieler am besten? Ja, auf 39 Tore haben Sie 31 gemacht. Ich glaube. Ich habe auch mehrere Spiele gesehen. Wir sind in dieses System 3-4-1-2 brandgefährlich. Sie können spielen, sie können auch kontern. Sie sind gut vor dem Tor, sehr, sehr geschickt und sie sind gut hier, sehr gut. Ja, ich weiß, sie haben so viele Tore, Assist auch, die 3 zusammen, es ist nicht nur die 3. Es fehlt Gasinovic zum Beispiel auf der linken Seite. Sie kommen mit ihren Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, Kostic, Da Costa. Gute Mannschaft, sehr gute Mannschaft. Sebastian Golzberger für Bild. Herr Favre, macht Ihnen das dann ein bisschen Sorge, weil bei Ihnen ist ja der ein oder andere Abwehrspieler angeschlagen und fällt auch verletzt aus? Ja, aber natürlich, sie sind nicht da, sprechen von Akanji, aber wir haben gute News gehabt und auch für Zagadou hat langsam angefangen mit der Mannschaft nicht zu trainieren, aber er hat angefangen heute, es ist sehr, sehr positiv und bis jetzt haben Rolian das sehr gut gemacht, auch Diallo ist da, auch Ömer ist zurück und das geht. Gibt es weitere Fragen? Tobias Jürgen noch einmal. Dann nochmal ich, Herr Zorg, als wir am Dienstag gesprochen haben, da gab es noch keine genaue Diagnose bei Leonardo Balerdi und auch noch keine Entscheidung darüber, ob er vorzeitig von der argentinischen U20 zurückkommt. Gibt es da einen neuen Stand? Ja, der hat hier einen richtigen Einriss an der Oberlippe. Er kann nicht mehr eingesetzt werden im Turnierverlauf und wir erwarten ihn Anfang der Woche, wenn alles normal läuft, hier in Dortmund zurück. Geht nach Hause erstmal, seine ganzen Sachen nochmal packen. Sie haben ja beim letzten Mal gesehen, dass er im Trainingsanzug des Verbandes gekommen ist. Also er muss im Prinzip ja auch dann seine ganzen Klamotten packen und wird dann Anfang der Woche in Dortmund erwartet, kann dann wohl mit dem Lauftraining starten. Das müssen wir dann genau sehen, wenn wir ihn hier vor Ort haben. Anne von Eickels für den WDR.
sind ja zwei Spiele, die wirklich interessant sind am Samstag, wo es auch wirklich oben um die Meisterschaftsrennen, wie auch immer wir es nennen wollen, geht. Wie verfolgen Sie das? Frage an Michael Zorc und Lucien Favre. Ist das richtig spannend da oben oder wie sehen Sie die Situation? Ich habe nicht verstanden. Also richtig verstehe ich die auch nicht, die Frage. Also, du müsstest uns vielleicht verraten, welche Spiele meinst du denn? Das Bayern-Spiel, das Dortmunder-Spiel in Frankfurt, das sind ja wirklich Knallerspiele. Muss man, die Kollegen von Sky sagen immer der Supersamstag. In der Regel sitzen wir beide gemeinsam auf der Bank bei unserem Spiel. Der Lucien steht auch mal und dirigiert und schauen unser Spiel. Das andere können wir eh nicht beeinflussen. Aber natürlich schauen wir uns das an und schauen auch auf das Ergebnis. Das wäre ja jetzt nicht richtig, wenn wir sagen würden, das interessiert uns überhaupt nicht. Wir können es nur nicht beeinflussen und von daher konzentrieren wir uns auf uns. Ne? Genau gleich. Konzentration auf unsere Spiele. Es wird schon schwer, das wissen wir in Frankfurt. Dann wieder Sebastian Kulzberger. Eine Frage an Herrn Zorc. Heute Morgen habe ich der spanischen Presse vom Don Ballon, glaube ich, entnommen. Von wem? Don Ballon. Sagt Ihnen was? Nee. Ja, mir vorher auch nicht. Schöner Name. Und zwar haben Sie geschrieben, dass Florentino Perez sich wohl geäußert hat, dass die Leihe von Ashraf Hakimi schon eventuell im Sommer endet, weil er ihn gerne zurückholen wollen würde. Wäre das überhaupt ein Szenario oder haben Sie da die Hoheit drauf, um das zu entscheiden? Wir gehen davon aus, dass Ashraf mindestens 2 Jahre hier ist. Gut, dann noch einmal die Frage, gibt es noch Fragen? Jawohl, Tobi Jörn, der Hattrick für die Ruhrnachrichten. Dann vielleicht zum aktuellen Defensivpersonal für den aktuellen Spieltag. Lukas Piszczek hatte, glaube ich, leichte Probleme diese Woche, wenn wir es richtig vernommen haben, hat aber jetzt eben auch trainiert und dann individuell noch Läufe gemacht. Gibt es defensiv da Sorgen oder ist alles gut? Ich kann heute nicht Ihnen sagen, dass er spielen wird. Wir entscheiden morgen. Ich muss morgen sehen. Kurze Nachfrage, was hat er genau? Schlag auf den Fuß bekommen, auf die Ferse? Nein, es ist kein Schlag. Ich denke, es war eine falsche Bewegung oder Einsprung. Es ist falsch, wie sagt man, aufgekommen. Gelandet und hat ein wenig Problem hier hinten. Also unterm Fuß eher. Ja, unterm Fuß, ja. Dann versuche ich es auch nochmal mit einer Frage in Richtung Frankfurt. Michael Zorc, was zeichnet diese Frankfurter Mannschaft aus, neben der Torgefahr der drei, in Anführungszeichen Ochsen, wie sie sich dann auch gerne bezeichnen, was macht diese Mannschaft so aus, dass sie in diesem Jahr auch so in der Spur ist? Ich glaube, der Trainer hat es gerade schon komplett richtig beschrieben. Torgefahr und vor allen Dingen aber auch ihr ganzes Spiel besticht auch durch eine hohe Körperlichkeit. Das heißt, sie haben eine Robustheit in ihrem Spiel. Aber was natürlich auffällig ist, ist die Torgefahr, die insbesondere die drei ausstrahlen. Aber es geht natürlich auch immer um die Zuliefererdienste. Ja, und das machen sie sehr gut. Aber ein Trainer wird versuchen, die entsprechenden Antworten zu bringen. Ne? Marian Laske für die Funke Mediengruppe. Herr Zorc, Sie sehen am Samstag ja auch Sebastian Rode wieder, der bei Dortmund ein paar Probleme hatte. Jetzt schlägt er sich bis jetzt eigentlich ganz gut. Freut Sie das? Wie nehmen Sie das so wahr? Ja, ich meine, dass wir jetzt diesen Schritt vollzogen haben, haben wir ja im Einverständnis aller Beteiligten gemacht. Er hat Möglichkeit, Spielpraxis zu bekommen, dann auch noch bei seinem Anführungsstrichen Heimatverein. Ich glaube, dass das eine gute Geschichte für alle Beteiligten war. Ne? Weil bei uns ist im Mittelfeld dann auch gerade auf der Position der Konkurrenzkampf sehr groß und von daher war das, glaube ich, eine folgerichtige Entscheidung. Ne? Ne? Ja, ja. Gut. C'est bon, c'est bon. Kein Widerspruch. Gut. Sebastian Kulzberger noch einmal und danach ich Sascha. Abschließend noch zu dem Deadline Day. Bei Jeremy Toljan wird nichts mehr passieren. Er wurde mit Celtic Glasgow in Verbindung gebracht. Ist da das Thema hat sich erledigt oder?
Naja, es gibt ja in einigen Ländern ein Transferfenster, das erst um 24 Uhr schließt. Ja, und von daher, wir führen noch das eine oder andere Gespräch. Ich kann ausschließen, dass auf der Zugangsseite noch was passiert. Das andere schließe ich heute um Mitternacht aus. Oder nicht? Hat sich gut. Ja, dann der letzte Blick in die Runde. Ich glaube, alle Fragen beantwortet. Dankeschön und bis Samstag in Frankfurt.